cool. Der, die sind ja schön. Das ist ein Hamster, das ist ein Swarovski. Nein, der heißt glaube ich anders. Der heißt Oworowski. Das ist bestimmt unser neues Thema. Hi Kinder. Ja. Hi. Hi. Hi Norbert. Habt ihr wieder was entdeckt? Ja. Was denn? Hamster. Da. Habt ihr da ein paar Fragen zu? Wollt ihr da was drüber wissen? Ja, komm, dann setzen wir uns mal. Norbert, das heißt ja Swarovski. Ach nee, das heißt ja Roborowski, ne? Ja, genau, Roborowski. Swarovski ist was ganz was anderes. Warum heißen die so? Ja, Roborowski heißt ja, da gab es mal einen Mann, der hat die als erster entdeckt. Und der Mensch, der über ein neu entdecktes Tier eine wissenschaftliche Arbeit schreibt, der hat das Recht darauf, dem Tier seinen Namen zu geben. Und da der Herr Roborowski war, heißt er Roborowski-Hamster. Warum brauchen die denn im Terrarium so viele verschiedene Dinge? In der Wüste ist ja auch nur ein großer Teil. Ja, aber die wohnen ja nicht direkt in der Wüste, sondern die wohnen am Rand der Wüste. Und am Rand der Wüste, da gibt es natürlich auch alte Bäume oder überhaupt Bäume und umgefallene Äste, abgebrochene Teile. Und da gibt es natürlich ganz viel Steine und so was, was da rumliegt, Höhlen und so. Da wir ja nicht die ganze Wüste hier reinschleppen können, müssen wir ja einfach dann dem Hamster das so nett wie möglich machen. In der Wüste gibt es ja zum Beispiel auch kein Laufrad. Aber weil der natürlich in der Natur sehr viel läuft und viel Bewegung braucht, müssen wir dem eben in seinem Zuhause, was wir ihm geben, so viel Abwechslung geben wie eben möglich, damit er ein spannendes Leben hat. Der wohnt zum Beispiel in China, in der Wüste Gobi oder in Kasachstan in der Wüste. Aber der wohnt nicht ganz mitten in der Wüste, sondern immer nur am Wüstenrand. Wie alt können denn die Tiere werden? Da antworte ich meist, ja, wie alt wird ein Mensch? Der eine stirbt ein bisschen jünger und der andere wird sehr alt. Und bei den Hamstern ist er natürlich auch so. Da kann man nicht genau sagen, der wird 2 Jahre und 6 Monate alt. Ich sag mal einfach so im Groben zwischen 2 und 3 Jahre. Norbert, warum ist das Laufrad so groß und der Hamster so klein? Ja, früher hat man immer so ein ganz kleines Laufrad gehabt, selbst bei den großen Goldhamster. Und das Rad war dann immer so klein. Und wenn der ja dann so im Kreis laufen muss, dann muss der sich ja so recken. Und dann kriegt er irgendwann mal Kreuzschmerzen und kann gar nicht mehr laufen. Und wenn er so ein großes Laufrad hat, dann merkt er gar nicht, dass der im Kreis läuft, sondern dann läuft er fast geradeaus. Und das ist viel gesünder für einen Hamster. Also je größer das Laufrad, umso besser. Warum ist jetzt hier so eine Absperrung, also so Holzstäbe? Ja, das ist natürlich so verschiedene Dekorationen, die wir so machen. Denn wir wollen ihm ja nicht ein Gehege geben, was aussieht wie eine Wüste und nur Sand reingeschüttet. Sondern der wohnt ja auch am Wüstenrand und der soll eben nicht einfach überall sofort hinlaufen können, sondern der muss bestimmte Wege gehen. Der geht hier außen um den Sand, durch die Röhre, hinter der Mauer, da eine Höhle. Also der hat dann immer Abwechslung. So ist dann natürlich für sein Hamsterleben alles viel, viel spannender. Norbert, ist die Blume da echt? Ja, die Pflanze, die ist echt. Das ist eine Futterpflanze, die heißt Gollywog. In der Natur findet der Hamster ja auch immer mal was Grünes zu fressen. Ist ja nicht am Wüstenrand alles vertrocknet. Und da frisst er gerne mal was von und knabbert das ab. Wenn man die dann gießt, dann wächst die immer wieder nach. Und so hat man immer schön was Leckeres zu fressen für das Tier. Was frisch ist, was grün ist und wo man weiß, das ist eine gesunde Futterpflanze. Was ist das denn da für ein Fressen? Das ist natürlich extra für die Hamster ein Futter. Körner von Gräsern und Insekten und Würmer und Käfer. So was fängt der in der Natur auch. Und dann soll man dem natürlich auch so abwechslungsreich, wie es eben geht, füttern. Und dann so, wie er das von zu Hause aus gewöhnt ist. Ist das da Vogelsand? Nee, Vogelsand glaube ich nicht. Der hat ja eine andere Zusammensetzung. Was hat jetzt genau für einen Sand ist, das weiß ich auch nicht. Aber da muss ich mal eben fragen. Frau Schmidt! Ja? Du hast gefragt, Mia, was das für ein Sand ist? Pass auf. Vogelsand, da ist ganz viel Grit drin. Der ist ganz scharfkantig. Und wenn sich dann da ein Hamster drin baden würde, die machen ja die Augen nicht immer wirklich zu, dann können die sich die Augen verletzen. Ne? Und deswegen nimmt man einen speziellen Chinchillasand, der ist ganz abgerundet, da ist kein Grit mit drin, da ist kein Muschelkalk mit drin und auch kein Anis. So, schaut mal, ich habe euch den Sand geholt. Dann könnt ihr einmal sehen, wie der Unterschied ist. Der andere ist irgendwie so hart so ein bisschen. Ja. Also die Körner sind so ein bisschen hart. Und was ist hier mit dem Sand? Der Sand ist so wie Wasser ein bisschen. Der ist weich und der ist auch ein bisschen staubig, das merkt ihr jetzt auch. Und deswegen musst du in dem Sand Staub sein. Guck mal, die Tierchen haben immer ein bisschen Fett im Fell.
Und wenn du einem Roborowski-Zwerghamster keinen Sand gibst, wo ein bisschen Staub drin ist, dann sieht der ganz fettig aus und ganz verwahrlost. Und deswegen brauchen die Staub. Jetzt habt ihr eure Finger darin gebadet und jetzt merkst du hast keine fettigen Finger mehr, ne? Wisst ihr jetzt genug von deinem Sand? Ja. Ja, komm, dann setzen wir uns jetzt wieder hin. Frau Schmidt, danke schön. Bitte gerne. Tolle Vorführung. So, habt ihr noch Fragen oder war das ich jetzt alles? Ich möchte auch so einen Hamster haben. Ja, der Julian, der hat ja schon einen. Ist das denn schön, so ein Hamster? Ja. Ja, aber das kann ich natürlich gar nicht entscheiden. Da musst du mal mit deinen Eltern kommen und dann musst du denen fragen. Da müssen auf alle Fälle die Eltern dabei sein, denn die müssen auch wollen, dass du einen Hamster bekommst. Ich hab die aber schon gefragt. Hast du die schon gefragt? Ja, und die haben ja gesagt. Ja, dann kommst du mal mit deinen Eltern vorbei und dann sprechen wir mal darüber, dass ihr auch alles das Richtige kriegt, was so ein Hamster braucht. Ja. So, habt ihr beide noch Fragen? Nein. Ja, schön. Ich denke auch mal, das ist ganz erschöpfend beantwortet. Ich denke, ich hoffe, eure Fragen sind auch alle zufriedenstellend beantwortet. Sicher können wir nicht immer alle in den Film bringen. Aber wenn ihr noch welche habt, schreibt die einfach unten in den Kommentaren. Die beantworte ich euch auf jeden Fall noch. Und dann denke ich mal, wir sehen uns nächste Woche. Ade. Ade. Tschüss.